Herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere in den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Die Zahl der Neuinfizierten und der zu behandelnden Patienten in Ungarn steige langsam, aber kontinuierlich an. Cecilia Müller sagte, dem Coronavirus seien nach wie vor die Altersheime sowie Krankenhäuser am meisten ausgesetzt. Deshalb sei in diesen Anstalten der richtige Gebrauch von Schutzmitteln besonders wichtig. Die leitende Amtsärztin machte erneut darauf aufmerksam, dass die Benutzung von speziellen Schutzmasken für den alltäglichen Gebrauch nicht empfohlen wird. Die Kontrolle und Desinfizierung von Altersheimen soll landesweit fortgesetzt werden. Bislang wurde in 25 Anstalten Corona-Fälle gemeldet. Allerdings handelt es sich dabei vielerorts um einzelne Infizierte. Mittlerweile liegt die Zahl der Todesfälle in Altersheimen bei 64. Mehr als die Hälfte der Verstorbenen stammt aus dem von der Hauptstadt betriebenen Altersheim von Pestiut. Medienberichten zufolge soll die Polizei im Fall bereits eine Untersuchung wegen Verdachts auf unnatürlichen Tod eingeleitet haben. Eine weitere Lieferung von Schutzausrüstung für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist in Ungarn angekommen. Peter Sziarto sagte, die Luftbrücke zwischen China und Ungarn sei weiterhin im Betrieb. Am Montag seien 8 Maschinen mit insgesamt über 10 Millionen Handschuhen, Schutzkleidung und Masken in Budapest gelandet. Inzwischen ist auch der erste Containerzug mit medizinischer Schutzausrüstung aus China in Ungarn angekommen. Heute in einer Woche kann die schriftliche Reifeprüfung unter sicheren Umständen abgehalten werden, meinte der Leiter der Aktionsgruppe für Bildung am Montag in einer Radiosendung. Soltan Morucha betonte, die Entscheidung, dass es in diesem Jahr nur schriftliches Abitur geben soll, sei eben aus Sicherheitsgründen getroffen worden. Da das Coronavirus auf dem Papier bis zu 24 Stunden lang haften könne, sollen die Dokumente nach der Prüfung für eine gewisse Zeit versperrt werden. Während der Prüfung sollen sich in einem Klassenzimmer gleichzeitig höchstens 10 Studenten aufhalten dürfen. Auf dem Nachrichtenportal 444.hu seien Falschmeldungen über Einmalzahlungen für Mitarbeiter im medizinischen Bereich veröffentlicht worden. Ein angeblicher Pneumologe hatte sich in einem Interview mit der Online-Zeitschrift geäußert, der über den Zuschuss unter anderem berichtet hätte, dass es keine konkreten Informationen darüber gäbe. Man wisse nicht einmal, ob brutto oder netto gemeint sei. Ferner soll er gehört haben, dass die Prämie in Essensmarken ausbezahlt werden soll. Keiner der Behauptungen sei wahr. Die Lohnzulage in Höhe von brutto 500.000 Forint soll allen betroffenen Mitarbeitern Anfang Sommer in Form von Geld ausbezahlt werden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken. Kaffee. Ist es nicht schön? Morgens eine schöne heiße Tasse Kaffee. Und stark muss er sein. Und süß muss er sein. Da kommen wir wieder zu meinem Problem. Ich habe Diabetes Typ 2. Ich liebe Zucker. Und ja, ich muss mich einschränken. Ich weiß das doch, ich weiß das doch. Ja, krankheitsbedingt, falls es jemand interessiert, in Ungarn sieht das momentan so aus, du bekommst in keiner Arztpraxis einen Termin wegen Corona. Die dürfen einfach nicht. Und die schicken dich in Notaufnahme und dann sollst du halt dahin gehen. Da weigere ich mich aber, weil da, wenn ich mich noch nicht angesteckt habe, da stecke ich mich an. Und solange ich nicht halbtot irgendwie, Jetzt habe ich einen Arzt aufgetrieben, der mir meine alten Medikamente wieder verschreibt, die ich in Ungarn abgesetzt habe, weil es mir hier besser ging und ich jetzt mal wieder brauche, Bluthochdruck und Diabetes, ne, Zucker. Und und schauen wir mal, beobachten wir mich mal, ob ich dann nach Einnahme der Tabletten dann immer noch doppelsichtig bin oder
Ne? Das verteilt sich auch über den Tag. Mal sehe ich wieder völlig normal und dann habe ich wieder diesen Y-Blick. Ne? Vorne gerade, nach hinten wird es dann doppelt. Gudi, vielen Dank nochmal für die ganzen lieben Glückwünsche und Ratschläge und viele machen sich Sorgen und ich passe auf mich auf und ich finde das so toll, dass ich nicht alleine bin. Irgendwie, oder? Also, ja, der eine oder andere, der ist zumindest ein Gedanken bei mir und das hat mir schon viel Stärke gegeben und Kraft ist das, was wir alle brauchen momentan, ne? Ja, das ganz kurz von wegen Kraft, alle und gute Laune versuche ich euch zu verbreiten jeden Morgen und auch wenn ihr mich nicht hört, ich bin immer noch dran, habt gute Laune und ich möchte, dass ihr euch ansteckt. Geht in die Natur irgendwie und wenn ihr nur irgendwie auf den Balkon geht oder das Fenster aufmacht, egal. Leute, bitte, 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 Natur erdet euch. Wenn ihr Tiere habt, ist auch schön. Lenkt euch ab, macht irgendwas, irgendwas. Macht, was ihr noch lange nach vorne geschoben habt, aber macht es. Weil der Punkt ist, ihr müsst was tun, sonst geht ihr alles, sonst werdet ihr verrückt. Wenn ihr über die momentane Situation nachdenkt, keiner weiß was. Doch die Obersten, die uns kommandieren, die wissen alle und die haben sich da auch früh genug abgesprochen. Ich denke mal, das war in Davos und da wurde das beschlossen, was jetzt gerade passiert. Ich sage es jetzt einfach mal. Irgendwie wird gerade der Traum von Adolf Hitler wahr, ne? Große Deutsche Reich, ne? Nur eben, dass es in dem Fall das große sozialistische Europa wird, ne? Mit einer Einheitsregierung, mit einer Einheitswährung und alles in Arm. Und jeder wird enteignet. Ja, und das ist das, worauf sie hinaussteuern. Und mache ich damit? Ja, es fing, man sieht es. Es fing mit den Spaltungen an. Jung gegen Arm, links gegen rechts. Etc. pp. Ich selber habe mich anstecken lassen. Ich bin ja aus dem konservativen Lager, aber sozialkonservativen Lager, war früher lange Zeit SPD. Und ich hab auch gedacht, ich lasse mich nicht spalten und was haben die gegen mich und so. Und ich bin kein Nazi, ich bin kein Rechter, ich bin einfach nur ein normal denkender Mensch, der möchte, dass die Gesetze eingehalten werden, auch für Politiker. Ne? Und nicht, dass es gleicher und gleich gibt. Ne? Momentan, was gerade abgeht, sind die Europäer im Nachteil gegenüber den neu zugereisten. Und das will ich nicht akzeptieren, tolerieren und ich will einfach das wieder haben, was wir mal hatten. Und diesen Moment, den erlebe ich aber in Ungarn, wenn ich das mal so sagen darf. Also Ungarn sehe ich wie das Deutschland 1980, 81, 82, alles ruhig, Kinder spielen auf der Straße. Ich sehe nicht irgendwelche in Säcken gekleidete Menschen mit Sehschlitz und Sonnenbrille. Nein, ich sehe hier völlig normale Menschen, die dich lieb grüßen, die hilfsbereit sind. Und das ist das, warum ich in Ungarn bin und bleiben werde. Ne? Ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir alle gesund bleiben oder auch werden. Und wir hören und sehen uns morgen. Tschüss, sagt ganz lieb, euer Nino.